8. Februar, Dämmerbrücke. Ganz schön kalt. Das ist sie also, die Dämmerbrücke. Hedgeworth? Ah, Inspektor Gumshoe. Lange nicht gesehen. Ist schon ein Jahr her, oder? Oder sogar noch länger? Das ist doch egal. Was nicht egal ist, warum schnüffelst du hier rum? Oh, ouch! Was für ein harter linker Haken. Nun, ich freue mich jedenfalls, Sie zu sehen, Herr Hedgeworth. Lass mich raten, du wurdest versetzt. Gute Wahl. Die Unmenge von nichts hier oben muss recht einfach zu überblicken sein. Ich habe gehört, dass Sie wieder im Land sind. Da bin ich prompt hier herausgefahren. Die Kollegen waren echt nett. Sie überließen mir sofort die Ermittlungen. Typisch Gumshoe. Schwer loszuwerden, wie ein Kaugummi am Schuh. Ich soll über die Details am Tatort berichten, Sir. Und jetzt bin ich hier. Inspektor Dick Gumshoe, melde mich zum Dienst. Großartig. Danke, Inspektor, ja. Ich hatte erwartet, dass Staatsanwalt Godot bereits hier sein würde. Dieser Typ ist mir echt ein Rätsel, das sage ich Ihnen aber nur. Staatsanwalt Godot? Und damit, liebe Freunde, willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Wobei, jetzt würde das Spiel heißen Miles Edgeworth Ace Attorney Trials and Tribulations, weil Edgeworth hier der leitende Strafverteidiger ist. Was für eine Ironie, nicht wahr? Er, der schon immer als Kind eigentlich Strafverteidiger sein wollte, dann aber Staatsanwalt wurde, ist jetzt Strafverteidiger. Ist doch alles super, oder nicht? Haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten? Dann beende ich dieses Let's Play, also bye. Nein, war nur ein Scherz. Das Let's Play wird natürlich weitergehen. Ja? Machen wir weiter mit dem, was passiert ist. Ja, ja. Und unten rechts, als kleines Detail, Edgeworth einfach. Und ich glaube, der müsste hier auch irgendwo... Das werden wir gleich bestimmt beim Touchen sehen, dass jetzt auch Edgeworth, der, dass quasi das Icon, das Symbol, oh, ich kann kein Deutsch, ne, dass die Figur auf diesem Drückbutton Edgeworth ist und nicht Phoenix. Hab ich beim letzten Mal nicht drauf geachtet. Ne, guck mal, ha, darauf wurde nicht geachtet. Oder soll das Edgeworth sein? Keine Ahnung, sieht für mich aus wie Phoenix, ne, und auf diesem Playbutton da, links. Der dunkelgraue Schatten, sage ich jetzt mal. Ich bin gerade erst wieder zurückgekommen, sodass ich nur wenig über den Fall weiß. Es ist ganz einfach. Nun, einfach ist relativ. Oh, wie ich Ihren beißenden Sarkasmus vermisst habe, Sir. Aber im Ernst, diesmal ist es tatsächlich kinderleicht. Es gibt eine Zeugin, die alles gesehen hat. Eine Zeugin? Ja, diese Bikini-Dame da. Bikini-Dame? Hier, auf diesem eiskalten Berg? Nun, wenn Sie die Details wissen möchten, sollten Sie selbst mit ihr reden, Newton. Ich muss wohl mit dieser Bikini-Schlampe, mit dieser wichtigen Zeugin reden. Das müssen wir wohl tun, hallo, ja. Dämmerbrücke. Das ist also die Brücke, ja? Von der Wright heruntergefallen ist? Jupp, ich wäre niemals so leichtsinnig gewesen. Vor dem Gehen schauen heißt es doch, oder nicht? Oder was? Vor dem Gehen springen? Und ist irgendwas auf der anderen Seite? Ja, ein altes Gemäuer, das innerer Tempel genannt wird. Aber ohne Brücke kommt man nicht rüber. Was? Es lebt niemand hier, also wäre das kein so großes Problem. Aber jemand hat im inneren Tempel trainiert und ist nun dort gefangen. Ah, das ist Maya, ja. Ja, Wright hat es mir gesagt, es ist Maya, Faye. Oh nein, sie wieder. Im Moment ist es ziemlich windig, sodass eine Rettung aus der Luft unmöglich ist. Bis morgen wird es niemandem gelingen, den inneren Tempel zu erreichen. Wird sie diese Kälte überstehen? Wie ist diese Brücke überhaupt abgebrannt? Wir sind zu fast 100% sicher, dass es ein Blitz war. Ein Blitz? Ja, das hat man, glaube ich, auch im Vorspann gesehen und ich würde sogar auch sagen, in der Zwischensequenz, bevor Phoenix die Brücke runtergesprungen ist oder gefallen ist. Ja, Staatsanwalt Godot. Wer ist dieser Staatsanwalt Godot überhaupt? Ich habe noch nie von ihm gehört. Ja, er ist neu. Er tauchte auf, nachdem Sie das Land verlassen haben. Er ist ein absoluter Anfänger, aber niemand kann etwas Schlechtes über ihn sagen. Wie ist der so? Er ist erst seit kurzem Staatsanwalt, aber er ist gut. Wirklich gut. Wenn er so gut ist, warum habe ich dann noch nie von ihm gehört? Ist er der leitende Staatsanwalt in diesem Fall? Und ob! Und Sie wissen schon wer, steckt auch mittendrin. Was? Voldemort? Phoenix Wright natürlich. Aus irgendeinem Grund hat es Godot auf Herrn Wright abgesehen. Oh. Ja, er scheint irgendeinen Hass gegen ihn zu hegen. Und was ist der Grund für diesen Hass? Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich über seine Maske lustig gemacht oder so. Nichts davon ergibt einen Sinn. Ich sehe mir diesen Godot am besten mal selbst an. Oh. Wie erkennt ihn nicht? Hat Godot nicht am Anfang selbst gesagt, dass Edgeworth ihn empfohlen hat? Verstehe ich nicht.
Vielleicht kann es aber auch sein, dass Godot erst vor dem zweiten Fall Godot wurde, weil er, vielleicht war er ja vorher dieser Diego oder wie er heißt, ne? Vielleicht hat er sich ja als Staatsanwalt die Maske angezogen, aber als Strafverteidiger ist er Diego Armando oder wie der heißt. Wisst ihr, wie ich meine? Die Brücke hat also durch einen vierten Blitz Feuer gefangen? Jupp, gestern Abend hat es das erste Mal seit 3 Tagen geschneit. Es ist ein wenig ungewöhnlich, dass ein Blitz bei so einem Schneefall einschlägt. Aber laut Wetterdaten gab es definitiv einen Blitzeinschlag. Wetterdaten zu Gerichtsakt hinzugefügt. Ich verstehe. Das ist ein ziemlich detaillierter Wetterbericht. Fast schon zu detailliert. Daran steht sogar die genaue Uhrzeit des Blitzeinschlags in die Brücke. Oh, das! Wir haben diese Information von der Aussage eines Zeugen. Jemand hat gesehen, wie der Blitz die Brücke traf? Wer ist der Zeuge? Tut mir leid, ich frage nachher einen der örtlichen Polizisten. Was kannst du eigentlich, du dummer Arschkopf? Ansonsten, was zeigen wir jetzt am besten vor? Vielleicht hier wegen Elise oder so, ja. Ja, Elise, das wäre eine gute Idee. Es gibt einiges, was wir über das Opfer nicht wissen. Wir wissen weder den echten Namen noch den Hintergrund. Wir wissen gar nichts. Das ist ziemlich seltsam. Wenn sie ihre Identität verbergen wollte, warum ist sie dann Autorin geworden? Ich wette, das war nicht geplant, wissen Sie? Sie hatte bestimmt nicht damit gerechnet, so berühmt zu werden. Und dann noch hier die Iris. Ich glaube, ich habe dieses Mädchen schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht bei irgendeinem anderen Fall? Nein, unmöglich. Wir haben ihre Fingerabdrücke mit unserer Datenbank verglichen, ohne Erfolg. Das kann doch nicht sein. Verstehe. Aber ich werde dieses Gefühl einfach nicht los. Nun, jeder weiß, dass Sie bei den Frauen recht beliebt sind, Sir. Vielleicht waren Sie mal mit ihr zusammen und haben ihr den Laufpass gegeben. Gamschau, wo hast du denn so einen Unsinn her? Das habe ich nirgendwo her. Das ist nur mein Eindruck von Ihnen, Sir. Wirklich, ich bei den Frauen wirklich so ein schäumendes Verlangen? Oh. Und dann Godot bitte nochmal. Ich höre oft von talentierten jungen Kandidaten für die Staatsanwaltschaft, aber von ihm habe ich bisher noch nie etwas gesehen oder gehört. Ich muss zugeben, er ist schon ziemlich seltsam. Er war eines Tages einfach da, mit einer großen dampfenden Kaffeetasse in der Hand. Klingt nach einem interessanten Gesellen. Ja, die Staatsanwaltschaft trinkt inzwischen immer zu doppelte Espresso-Macchiatos. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir diesen Ort einmal und gehen zum Haupttor. Guten Tag. 8. Februar, Hasakura-Tempel, Haupttor. Hey, Edgy, was hat dich aufgehalten, yo? Mir ist kalt und mein Hirn ist schon total erstarrt, Mann. Ich wusste, dass es ein Fehler war, wieder in dieses Land zu kommen. Und was soll das heißen? Riot kommt wieder in Ordnung und der Fall ist alles andere als ungewöhnlich. Alles andere als ungewöhnlich, ja. Das kann sein. Und ich stehe plötzlich als Verteidiger einer Frau da, die des Mordes angeklagt wird. Hey, Sekunde! Moment mal! Einspruch! Was geht hier vor sich, Herr Edgeworth? Das ist schwer zu erklären, aber eins führte zum anderen und... Was für eine lahme Entschuldigung ist das denn? Du willst Verteidiger sein? Staatsanwalt Edgeworth ist Staatsanwalt. Deshalb heißt er auch Staatsanwalt Edgeworth. Staatsanwalt Edgeworth, Verteidiger. Klingt doch total schwachsinnig, Junge. Nicht wahr, Staatsanwalt Edgeworth? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich eigentlich bin. Mann, Edgy. Da seh ich dich. Und... Da sehe ich dich ein paar Jahre nicht und schon ist dein Herz erstarrt. Ich würde eher erfroren sagen, es ist eiskalt hier. Iris hat sie nicht ermordet. Das war jemand anderes. Ich weiß es einfach, okay? Vertrau mir nur dieses eine Mal. Immer noch der alte Romantiker, nicht wahr, Larry? Aber egal, ich werde trotzdem alles dran setzen, um ihre Unschuld zu beweisen. Zumindest, bis ich den Stab wieder an Wright zurückgeben kann. Tja, die alte Drecksau. Iris! Mann, ich sag's dir, Iris ist so süß. Oder, Edgy? Das findest du doch auch, oder? Was ist los? Warum bist du so still? Nun, ehrlich gesagt... Deine Bemerkung gibt mir größten Anlass zur Sorge. Könnte es vielleicht sein, dass du an ihre Unschuld glaubst, weil... Ach komm schon, so ein süßes Mädel kann auf keinen Fall eine Mörderin sein. Das haben wir jetzt auch schon zweimal vorher so vermutet. Ich hatte doch recht, ich hätte niemals zurückkommen sollen. Nein, nein, keine Angst, Mann. Diesmal weiß ich, was wahr ist, ehrlich. Wenn ich für jede Äußerung dieser Art einen Cent bekommen hätte... Es ist nur so, dass... Also, Iris ist ein zartes Blümchen, Mann. Man darf sie nicht zu sehr unter Druck setzen, verstehst du? Hä? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Larry. Oh, vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Hä? Die Verbrechensnacht, die wunderbare Verbrechensnacht. Larry, wo warst du am Mordabend und was hast du getan? Hä?
Larry? Was? Jetzt sag nicht! Glaubst du etwa, ich wär's gewesen? Was? Hau ab, nimm dir ein nimm dein Charterjet und mach, dass du mir aus den Augen kommst, du Widerling! Hoffentlich stürzt du mit deinem blöden Flugzeug ab! Hä? Ich frage dich noch einmal. Am Mordabend, wo warst du da und was hast du getan? Oh nein, wie viele Blockaden haben wir denn hier bitte, ey? Das dachte ich mir. Eine Psychoblockade. Tut mir leid, Mann, du kennst mich doch. Ich kann mich bloß nicht daran erinnern. Mein Kurzzeitgedächtnis ist total hinüber, Mann. Jawohl. Okay, dann ist die Frage des Tages. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, Larry, du Sau. Ich könnte höchstens noch mal ein paar Sachen vorzeigen bezüglich Iris. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas verbirgt. Könnte sein. Immerhin ist sie sehr schüchtern und ihr sind Dinge schnell peinlich. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Warum nicht? Pass auf, ich kenne mich mit sowas genau aus. Komm schon, Edgy. Du bist doch ein Kerl. Viele Mädchen sind wie Iris. Gib's schon zu. Nun, auf jeden Fall hast du schon mal dich selbst überzeugt. Mann, ich liebe so schüchterne Mädchen. Das sind so... Das ist so süß. Kannst du das verstehen? Er kann immer noch nicht auf andere hören, wie ich sehe. Manche ändern sich eben nie. Mhm. Andererseits würde ich gern mal das Opfer vorzeigen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie war so ein toller Mensch. Aber irgendjemand versucht ihr diesen Mord meiner süßen kleinen Iris anzuhängen. Edgy, bitte, ich zähle auf dich. Tja, ich hatte gehofft, dass du mir ein bisschen mehr dazu sagen kannst. Na gut. Ich hab's. Ich werde dir ein Porträt malen. Wie wär's damit? Wenn du schon fragst, na gut. Aber jetzt nicht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal in die Haupthalle rein. Also bye. 8. Februar, Hasakura-Tempel, Haupthalle. Hey, hallo. Wie geht's denn so? Ganz gut, nehme ich an. Hä? Wer ist das denn? Ich heiße Miles Edgeworth. Ach du grüne Nonne, ein schicker Junge wie du ist stets willkommen. Wenn die Umstände nicht so tragisch wären, würde ich... Bitte nicht, Junge. Tut mir leid, ich will keine Umstände machen. Aber ich suche nach einer Frau in einem Bikini. Nun, du hast sie gefunden. Und? Was kann ich für dich tun? Tut mir leid, aber ich sehe kein Bikini. Wenn du lieb fragst, darfst du vielleicht mal gucken. Ach du Scheiße. Edgeworth, das ist die Äbtin, Schwester Bikini. Sie ist die Zeugin. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Genau deswegen wird dein Gehalt ständig gekürzt. Oh, mein Magen knurrt schon vor lauter Protest. Also, was gibt es denn Neues über meine kleine Iris? Nun zunächst, ich würde gern hören, was sie wissen. Also wir können sowieso davon ausgehen, dass Iris es war. Das ist schon mal der erste Punkt. Sie ist die Täterin gewesen. Und wir versuchen sie gerade rauszuboxen. Erinnert mich so ein bisschen an den vierten Fall aus Justice for All, wo wir auch fälschlicherweise jemanden rausboxen mussten, der eigentlich der Täter war. Wisst ihr noch? Die gute alte Zeit. Ja. Zunächst möchte ich sie etwas zu gestern Abend fragen. Nun, gestern Abend? Wir hatten hier eine Akolytin zum Training. Nach dem Abendessen gingen wir beide in den Trainingsraum im inneren Tempel. Sie muss Maya meinen. Zu welcher Uhrzeit war das ungefähr? Ich glaube, es war so gegen 21 Uhr, als wir hier aufgebrochen sind. Das Training dauert die ganze Nacht. Es ist sehr anstrengend. Die Äbtin des Beschwörungsdojos muss ständig anwesend sein und aufpassen. Wow, Sie haben recht. Das klingt wirklich anstrengend. Inspektor, wir haben keine Zeit für Schmeichlereien. Entschuldigung. So gegen 23 Uhr haben Sie den Vorfall im Innenhof beobachtet, aber Sie mussten im inneren Tempel Ihren Dienst tun. Warum sind Sie zurückgekommen? Bei deinem Blick bekomme ich glatt Gänsehaut. Ja, ich bekomme auch Gänsehaut, aber aus einem ganz anderen Grund. Oh, Sie fangen schnell an zu frieren, nicht wahr, Herr Edgeworth? Was Sie gesehen haben. Na gut, sagen Sie mir bitte, was genau Sie im Innenhof gesehen haben. Es muss doch 23 Uhr gewesen sein. Ah, nein, ich kann nicht. Das hält mein armes Herz nicht aus. Hey, ganz ruhig, meine Dame. Lassen Sie meine Krawatte los. Ich habe zwei Personen gesehen. Eine davon lag auf dem Boden. Die andere stach von hinten nach ihr. Mit einem Schwert. Haben Sie den Verbrecher mit Ihren eigenen Augen gesehen? Ich konnte einfach nicht glauben, was ich da sah. Aber es war Iris. Sie müssen ziemlich schockiert gewesen sein. Natürlich war sie das. Versetzen Sie sich doch mal in Ihre Lage.
Das ist so, als würden sie Herrn Wright mitten im Gerichtssaal erstechen. Und ich bin Zeuge im Zeugenstand. Ich wäre auch ziemlich schockiert. Es klingt zwar verrückt, aber genau das habe ich gesehen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich geschrien. Und ich bin in Ohnmacht gefallen. Leider scheint Ihre Aussage ziemlich solide zu sein. Aber die Vorstellung, dass Ihre so etwas Schlimmes tut, ist einfach wieder natürlich. Wieder natürlich? Das Mädchen, das ich kenne, könnte so etwas niemals tun. Ich frage mich, was sie damit meint. Ganz ehrlich, ich find's cool. Ich freue mich damit vollkommen an, dass sie es gewesen ist. Als Äbtin ist es ihre Pflicht, die ganze Zeit beim Akolyten zu bleiben, korrekt? Ja, das ist korrekt. Ich weiß, ich sehe stark aus, aber in Wahrheit habe ich's mit dem Rücken. Sie haben es mit dem Rücken? Ja, besonders schlimm ist es im Winter. Da kann ich nicht mal mehr einen Eimer heben. Erinnerst du dich, wie kalt es gestern Abend war? Mein Rücken war entsetzlich kalt und starr. Ich wollte nur ein heißes Bad nehmen, um etwas gegen die Rückenschmerzen zu tun. Darum bin ich zur Haupthalle zurückgekehrt. Sie haben Ihren Schüler also allein gelassen? Mach dich doch nicht lächerlich, das würde ich niemals tun. Warum sollte Iris zum inneren Tempel kommen, nachdem sie die Abendglocke geläutet hatte? Ja, aber sie ist nie zum inneren Tempel gegangen, nicht wahr? Hat diese Äbtin Iris überhaupt gesehen? Ich glaube, ich sollte nach mehr Details fragen. Die Alkoholikerin. Die Akolytin, guten Tag. Wer ist diese Akolytin, die im inneren Tempel trainieren sollte? Sie heißt Maya Fey. Ich muss gestehen, ich habe sie sehr schlecht behandelt. Und nachdem sie die schrapazende Anmeldung zum Spezialkurs durchgemacht hat... Spezialkurs? Ein Trainingskurs, bei dem man auf einem Block Geistereis sitzt und 30.000 Mal singt. Sie wollen doch nicht sagen, dass sie das drüben im inneren Tempel immer noch macht, oder? Nein, natürlich nicht, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Gestern Abend hatten wir mit dem Training noch nicht angefangen. Nun, das ist gut zu hören. Oh, mein Lieber, eines muss ich dir dann dennoch sagen. Oh, das hört sich nicht gut an. Kennst du diese Kleine? Ich glaube, sie ist die Schwester der mystischen Maya. Maya hat eine kleine Schwester? Oh, sie meinen die kleine Pearl. Das ist Maya Fays Cousine. Kleine Pearl? Ich dachte, sie würde nach dem Abendessen die mystische Elise besuchen. Aber seit gestern Abend habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie ist nirgends zu finden. Stimmt, sie ist so klein, die ist mir gar nicht aufgefallen. Die ist ja auch weg. Sie meinen, sie war beim Opfer? Und alles nur wegen meines dummen, krummen alten Rückens. Ein kleines Mädchen, das am Mordabend beim Opfer war, ist verschwunden. Wie heißt es so schön? Jetzt wird's spannend! Dann ist die Frage des Tages, was zeigen wir jetzt erstmal am besten vor? Wir sollten erstmal so die grundlegendsten Sachen vorzeigen, halt so Sachen wie Iris und alle anderen auch, ja. Sie sagten, dass sie gestern mit Maya zum Trainingsraum im inneren Tempel gingen. Haben Sie Iris gesehen, als Sie dort waren? Natürlich habe ich sie gesehen. Ich sagte ihr, dass wir uns nach der Abendglocke um 22 Uhr treffen. Sie sagen also, dass Iris zu diesem Zeitpunkt zum inneren Tempel kam. Aber natürlich, Iris war schon immer ein sehr gehorsames Mädchen. Anschließend begann Maya mit ihrem Training. Aber das passt überhaupt nicht mit Iris Geschichte zusammen. Sie sagte, dass sie niemals in den inneren Tempel gegangen ist. Wie heißt es so schön? Die Sache wird interessant. Kann man so sagen. Ansonsten hier einmal Elise, bitte. Oh, wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Ich ganz allein bin schuld. Ach, kommen Sie schon. Sie müssen sich nicht ganz allein die Schuld geben. Ruhe, was weißt du denn schon? Autsch, das war... Aua, Sie sind echt unheimlich. Mit deinem dummen Bartstoppeln und diesem affigen alten Mantel? Leider bist es nicht du, der verschwunden ist. Warum muss ich alles an mir auslassen? Ihr Ärger kommt mir etwas künstlich vor. Meinst du? Sehr, sehr merkwürdig. Ansonsten... Maya, bitte nochmal vorzeigen. Sie ist ein sehr wichtiger Besucher, weißt du? Eine geehrte Akolytin. Geehrt? Wie das? Der Name Fey ist synonym mit der Kuraider Beschwörungstechnik. Deshalb muss sie in der Tat ein Medium mit besonderer Kraft sein.
Jetzt, wo Sie es sagen, vor einem Jahr, da gab es einen Fall rund um die Meisterin der Kuraina Beschwörungstechnik. Inspektor, übersinnliche Kräfte sind Humbug. Gleich sagst du doch, dass du an Telekinese glaubst. Oh, Sie haben also Angst, Herr Edgeworth? Das hat nichts mit Angst zu tun. Jawohl. Ansonsten könnten wir nochmal irgendwo hingehen oder... Mir ist gerade eben was aufgefallen und zwar, als ich geschaut habe, so, wenn wir noch sowas präsentieren sollten und sowas, ne? Und was wir präsentieren könnten an Personen, Profilen. Faye Pearly, guten Tag. Oh, dieses arme Mädchen, kann sie nur sein. Nun, sie waren bei ihr zu Hause, aber sie war nicht da. Wir waren bei ihr zu Hause, aber sie war nicht da. Und sie ist auch nirgendwo in der Nähe des Tempels. Das bedeutet, es gibt nur ein paar weitere Möglichkeiten, wo sie stecken könnte. Ah, glauben Sie, sie fiel von der Brücke und wurde stromabwärts getrieben? Warum bist du nur so ein Pessimist, Gumshoe? Ich habe nur versucht, wie Sie zu denken, Herr Edgeworth. Ironischerweise bin ich erst ein Pessimist, seitdem ich mit dir zusammenarbeite. Gut, also mir ist was aufgefallen, die Freunde. Und zwar, ist da hinten links ein Papierfetzen. Der ist mir letztens noch nicht ins Auge gefallen, als ich mich hier umgeschaut habe mit Phoenix, ne? Deswegen würde ich sagen, schaue ich mir das mal ein bisschen genauer an. In der Ecke, da liegen noch mehr dieser Enza-Kissen. Was ist das für ein Stück Papier, das da unter dem Stapel hervorguckt? Keine Ahnung. Wärst du dann so freundlich, dir das mal für mich anzusehen, Gumshoe? Selbstverständlich, Sir. Bitte sehr, Herr Edgeworth. Sieht wie ein alter Umschlag aus Manillapapier aus. Was ist los, Inspektor? Das könnte er sein. Ein ultra wichtiger Hinweis, ein super spezieller Hinweis. Dann sollte ich das besser mal selbst lesen. Das scheint ein Brief an Schwester Iris zu sein. Um 22 Uhr in der Halle des Himmels. Sonst kommt dein Geheimnis ans Das klingt ja wie ein Erpresserbrief. Notiz für Iris zur Gerichtsakte hinzugefügt. Nicht schlecht, Herr Edgeworth. Warum kann ich nicht mal solche Hinweise finden? Sie sind ein ultra wichtiger Staatsanwalt. Ein super, super Staatsanwalt. Nun, ich schätze, man muss schon super, super dumm sein, um sowas zu übersehen. Super, super dumm, Aha! Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass, die Wunderbeere Elise Donim hinter das Geheimnis von Iris gekommen ist und ihr deshalb befohlen hat, um 22 Uhr in den Hinterhof zu kommen. Und naja, das ist passiert. Und rate mal, wer umgebracht worden ist. Ja, richtig. Elise, wer hätte es gedenkt. Notiz für Iris, in der Haupthalle gefunden. Was steht da nochmal drauf? An Iris vom Hasakura-Tempel. Anrede hier. Es gibt etwas zu besprechen. Ich warte heute Abend um 22 Uhr an der Halle des Himmels. Du solltest kommen, es sei denn, du willst, dass dein Geheimnis ans Licht kommt. Wissen Sie irgendetwas über diesen alten zerknitterten Brief? Ist der an Iris adressiert? Ja, da steht eindeutig an Iris drauf. Das kann nicht wahr sein. Das Mädchen hat doch keine Geheimnisse vor mir. Ah, dann hat Schwester Bikini also nichts davon gewusst. Können wir jetzt mit ihr darüber reden? Nein, können wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, so lasst uns doch mal dieses, Örtchen verlassen. Wir können, glaube ich, jetzt gerade nichts mehr so weit machen. Ab zum Innenhof. Guten Tag. 8. Februar, Hasakura-Tempel, Innenhof. Und hier hat der Mord stattgefunden. Wir haben nur die Leiche abtransportiert, sonst haben wir nichts verändert. Danke, Inspektor. Ich werde mich mal ein wenig umsehen. Die Polizei scheint hier noch nicht zu ermitteln. Oh ja, übrigens. Ich dachte, ich frage lieber, um auf der sicheren Seite zu sein. Werden Sie tatsächlich morgen vor Gericht diese Nonne Iris verteidigen? Ja, das werde ich. Ich habe ihr mein Wort gegeben und habe vor, es zu halten. Nun, in diesem Fall muss ich vorsichtig sein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verrate. Keine Sorge, Inspektor. Halt einfach den Mund und ich glaube, es kommt alles von allein heraus. Alles von allein. Alles klar. Ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen. Sehr gut, Inspektor. Zum Glück ist sein verbaler Durchfall permanent. Gut. Wisst ihr, was mir so auffällt? Da ja Maya nicht hier ist, soll anscheinend, ich sag mal, Gumshoe so der Begleiter sein, ne? Maya ist ja nicht da, das heißt, man musste hier irgendeinen Charakter finden, der mit uns mitläuft und uns voll auf den Sack geht. Und das ist halt Gumshoe. Richtig cool. Das Opfer.
Beim Opfer handelt es sich um die bekannte Bilderbuchautorin Elise Donim. Bis zum Gewinn des Buchpreises im letzten Jahr ist ihre Vergangenheit ein Mysterium. Es ist schwer zu glauben, dass man heutzutage noch solche Menschen findet. Die geschätzte Todeszeit des Opfers liegt zwischen 22 Uhr und 23 Uhr am 7. Februar. Todesursache war Blutverlust nach einem Stich in den Rücken mit der Mordwaffe. Mit der Mordwaffe? Das Opfer wurde mit einem großen Schwert im Rücken aufgefunden. Das ist ja schrecklich. Ja, aber eine Sache ist seltsam. Ja? Der gesamte Körper des Opfers war mit Prellungen bedeckt. Die Prellungen gleichen denen, die ein Sturz aus dem ersten Stock verursachen würde. Aus dem ersten Stock? Das wäre ungefähr dieselbe Höhe wie der Raum vor uns, richtig? Hey, Sie haben recht. Das ist es, Herr Edgeworth. Das ist zufällig der Raum, in dem sich Elise Donim aufgehalten hat. Wurde sie aus dem Fenster gestoßen, nachdem sie mit dem Schwert erstochen wurde? Elises Autopsiebericht zur Gerichtsakte zugefügt. Wunderbar. Gut, was passiert ist? Nun dann, Inspektor, fassen wir zusammen, was wir bisher herausgefunden haben. Okay, sehen wir uns mal die Karte an. Nach der Aussage von Schwester Bikini, der Äbtin, gingen sie und Maya Fey gleich nach dem Abendessen zum inneren Tempel. Um 22 Uhr nach dem Läuten der Abendglocke ging Iris zum inneren Tempel. Ich bring euch alle um. Als sie dort ankam, übergab Bikini ihr den Dienst und ging zum Hasakura-Tempel zurück. Ich hab gefurzt. Egal. Nachdem sie ein heißes Bad für ihren Rücken genommen hatte, wurde Schwester Bikini Zeuge des Mordes im Innenhof. Wenn Sie mehr Einzelheiten erfahren möchten, fragen Sie Bikini in der Haupthalle. Der innere Tempel, ha? Ich hätte gern noch mehr darüber gewusst. Morgiger Prozess. Die Verhandlung beginnt morgen, aber wer übernimmt die Anklage? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Godot sein wird, aber er ist nirgends zu finden, also suchen Sie einen Ersatz. Was meinst du damit? Es ist wirklich seltsam, auf einmal ist er unerreichbar. Ich frage mich, ob die Gerüchte stimmen. Vielleicht hat er keine Lust mehr auf die Anklage, seit Herr Wright krank ist. Ich werde als Strafverteidiger vor Gericht erscheinen. Und es wäre ziemlich ungünstig, wenn herauskäme, dass ich Staatsanwalt bin. Ja, das kann ich verstehen, aber Sie brauchen sich um mich keine Sorgen zu machen. Ich glaube, der Richter wird das eigentliche Problem in dieser Angelegenheit. Ja, er würde sich bestimmt an mein Gesicht erinnern, selbst nach so langer Zeit. Deswegen habe ich um einen anderen Richter gebeten. Wir haben uns erst einmal gesehen. Er wird sich bestimmt nicht an mich erinnern. Ja, aber was ist mit dem Staatsanwalt? Bei der Staatsanwaltschaft kennt sie doch jeder. Wäre es nicht problematisch, wenn dort jemand etwas verraten würde? Keine Sorge. Ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen und einen Staatsanwalt organisiert. Wow, Edgeworth! Hätte nicht gedacht, dass sie solche Beziehungen pflegen. Die Freunde, der innere Tempel und alles weitere zu diesem Fall werden wir im nächsten Part besprechen. Haut rein, ciao!